einfach selber machen, Adventkranz binden. Heute machen wir einen Adventkranz und da braucht man dazu einen Draht, eine Schere, einen Strohkranz, das man drauf binden kann, ein Reisig, Tanne vor allem, Kerzen und eine Masche. Und in dem Sinn tut man das Reisig schneiden und eher klein durch den Strohkranz, weil sonst wird er ganz dick. Und wenn wir die Zweige dann geschnitten haben, macht man den Draht fest. Einmal umdrehen und dann reinstecken. Dann haben wir den Draht festgemacht. Und dann kann man schon Zweige auflegen. Und da tut man einmal rumdrehen. So kommt das nächste dann. Alternativ kann man Koniferen nehmen, Duyen. Aber es ist halt, die Tanne ist halt meistens. Und vor allem die Tanne duftet auch sehr gut. Aber schaut das schon schön aus. Wenn wir am Ende sind, macht man die unterhalb die Zweige ein bisschen kürzer und dann steckt man es da unterhalb rein. Und zum Schluss wickelt man das durch und macht mein Draht bei einem Astel fest. Die Kerzen tue ich mit Draht festmachen. Ich muss den Draht heiß machen und dann kann ich es reinstecken. Schauen wir mal. Die erste steckt schon. Und da macht man jetzt Maschen draus. Und jetzt kommt der Draht drüber. Und dann wird es festgemacht. Dann zwickt man den Draht ab. Und dann können wir die Masche reinstecken. Jetzt ist der Adventkranz fertig. Ich wünsche allen einen schönen, besinnlichen Advent und dann zünden wir eine Kerze an.